Ajo, was geht, Freunde? Alkampf statt für euch. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Underground. Es ist der 16.12. Wir haben jetzt insgesamt, oder wir haben es jetzt gerade 2.05 Uhr in der Nacht. Und ich werde jetzt bis. Oh, ich bin komplett falsch nach Cold gegangen. Scheiße. Ich bin komplett falsch nach Cold gegangen. Wir werden heute auf jeden Fall Underground weiterspielen. Ich habe gerade vorhin so ein bisschen probiert, ein bisschen die Farbe geändert. Von einem normalen Rot in ein bisschen tieferem Rot, und wir werden uns halt darum kümmern, dass wir hier vorne in der Front etwas Schöneres bekommen und hier zum Beispiel einen neuen Spoiler kriegen. Das hier hinten habe ich gewechselt, das hier, das war falsch, das habe ich jetzt getauscht, und uns fehlt nur allerdings nur das hier vorne. Sonst hätten wir den RX-7 eigentlich soweit fertig und ja, vollkommen einsatzbereit. Und ich würde sagen, wir fahren das nächste Rennen. Das wird ein Knockout-Rennen sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ja, verlaufen wird. So, wir haben auf jeden Fall wieder schöne ja, 40 bis 50 Minuten Zeit, um so viel hier zu erreichen wie möglich. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir heute hier alles schaffen werden in dieser wundervollen Folge. Ich habe mir gerade vorhin zwei Level-Ups gekippt. Und ich hoffe wirklich, dass ich auch, du elendiger Schwanzlutscher, dass ich diese Folge nicht, hallo. Na, kann ich schon direkt neu starten. Dass ich diese Folge nicht nochmal, ja, neu kommentieren muss. Also, ne, weil ihr wisst schon Bescheid, was in der letzten Folge passiert ist, habe ich erklärt. Ja, das war ein bisschen Retalk-lastige letzte Folge, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Mal so ein Video, was über eine Stunde geht, ja, zu kommentieren mit Themen, die mir gerade einfallen, war auf jeden Fall ein gutes, ja, Commentary-Training, kann man sagen. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht auf entspannter Basis. Und ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil, wie gesagt, wir haben es gerade wirklich sehr, sehr spät, und ich habe jetzt das Mic auch sehr nah vom Maul, was auf jeden Fall gut ist. Weil ich jetzt nicht so laut reden muss, damit man mich halt hört. Ja, das ist der Vorteil bei Aerode. So, dann gehen wir jetzt hier rein, nehmen die Kurve mit. Okay, die Strecke ist wohl nicht so lang, da werden wir diese Strecke auf jeden Fall easy fahren können. Mal gucken, wie lange ich diese Folge mache. Aber ich habe jetzt bis jetzt, ich habe mir gerade vorhin Need for Speed, Need for Speed sage ich schon, Fast and Furious Tokyo Drift reingezogen, und während ich mir reingezogen habe, habe ich halt hier die siebte Folge rendern lassen. Das ist jetzt gerade übrigens Part 8, glaube ich. Das glaube, dass wir die dann nummeriert sind. Von daher muss ich das nicht jetzt nicht jedes Mal sagen, einfach nur für mich selber zur Erinnerung. Und was ganz cool ist, ich habe halt während des Renderns, habe ich halt einfach ja, Tokyo Drift reingeschmissen, habe mir den Film angeguckt, nach langer Zeit. Hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht, und da ich jetzt, wie gesagt, zwei Level-Ups, Intros habe, ich wollte halt unbedingt, habe ich in der letzten Folge gesagt, ich habe halt zwei Sorten, einmal Black Edition, einmal Watermelon. Ich wollte halt unbedingt mal Wassermelone testen, und habe mir das vorhin dann gemacht, habe es mal, ja, geschmeckt, und schmeckt auf jeden Fall sehr gut, muss man ehrlich sagen, schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Und ja, und ich merke auf jeden Fall die Wirkung, also die Wirkung ist nicht ohne. Naja, Freunde, hat auf jeden Fall gut geschmeckt und ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, mild. Man schmeckt es nicht so krass raus. Ist halt leicht süßlich. Hat so leicht Melonengeschmack, finde ich halt sehr angenehm. Black Edition ist schon ein bisschen sehr süß. Watermelon ist das nicht, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und angenehm. Und, ouch, ouch, ouch. Und ja, ist auf jeden Fall ganz geil. So, fahren wir hier auf entspannt. Die schöne Strecke. Sehr schön. Dann war das Rundkursrennen auch ohne Probleme gemeistert und absolviert. So, Level 3 irgendwas. Kosmetisches haben wir freigeschalten. Ich bin mal gespannt, was. Oh, nice. Geil. Geil, 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 Freunde. So, sehr schön. So, das ist genau das Teil, was ich halt gesucht habe. Hier die Front und jetzt haben wir hier auch alles freigeschalten. Das ist halt auch alles sehr cool. Das würde zum Beispiel auch noch gut passen. Oder das hier wird auch noch gut aussehen. Aber das ist halt genau das, was auch Dominic Toretto hatte.
Und sieht auf jeden Fall, also das ist jetzt wirklich so das Originalmodell, wie er es gehabt hat. So sehr schön. Wir haben auch den Wagen auf jeden Fall jetzt offiziell. Eddie's Post Part. Okay, Rundkursturnier. Mach dich nur lustig über mich, du Hurensohn. Eddie's Post has plans on lighting him up and leaving you in the dust. Show him you can do a little better than just keep up. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir werden jetzt auf jeden Fall auf ordentlicher Basis klatschen, meine Freunde. Klatschen, wenn wir die klatschen. Die Hurens, die werden gegen uns hier alles Eastside Boys. Das sind halt alle seine Crewmitglieder. Gegen die werden wir jetzt erstmal ein Turnier fahren. Wir haben einen komplett ausgerüsteten RX-7 aus Fast and Furious 1, weil der Wer kann uns noch stoppen. Die können uns den, oh Gott, Buckel, ouch, ist er wehgetan. Buckel runterlutschen, die Hurensöhne. Die scheiß Hasslons. So, ich fick meine fette Mutter auf Zigeunerbasis. See ya control, girl. Oh, 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 oh. Ich mag den Song nicht so. Der Spaß, der Song ist okay. Aber Underground 1 ist so geile Idee, das ist nicht mehr normal. Ja, Broken Promises zum Beispiel. Was ab und zu mal, ouch, lief, finde ich zum Beispiel mit am geilsten eigentlich. Oh, das ist die Zigeunerstrecke. Oh, meine Stirn spielt verrückt. Oh Gott. Keinen Scheiß machen. Herüber. Hier. Oh, geil. So, sehr schön, auf entspannt. Ich quatsche ein bisschen wenig, um mich einfach hier auf das Rennen zu konzentrieren. Ist schon sehr anstrengend. So. Ja, die Hyperaktivität setzt gerade ein, aber es ist gut, ich bin wirklich konzentriert und fit auf jeden Fall. Also ich kann wirklich sehr, sehr gut ja, kontrollieren, was ich tue halt. Das ist ganz geil. So, nice one. Ich glaube, in den nächsten Rennen werden wir auch die nächsten restlichen Tuning-Teile jetzt optisch freischalten. Also erst bei Rennen 91, also bei 90, glaube ich. Bei dem 91. Rennen haben wir erst alle Teile freigeschalten, die wir gebraucht haben. Das ist krass. Ach, ich habe wieder die falsche Strecke genommen. Das ist, wo der Gegenverkehr läuft, das ist das ekligste, was es gibt. Weil du, es ist so unübersichtlich. Du kannst ja so easy einen Unfall machen. Ah, das ist schon die letzte Runde. What the fuck, Digga? Das war schon die letzte Runde. Krass, Digga. Ich hab das gar nicht gecheckt. Okay, nice. Splash Level 3 Vinyls. Cool. Jetzt gehen wir den ganzen anderen Scheiß, Digga. Das ist so geil. Erst gegen Ende des Spiels gehen wir wirklich den ganzen Stuff, den wir eigentlich brauchen. Ja, der Start vom RX-7 ist halt nicht so krass, aber der Wagen zieht wirklich wie sonst was. Ich finde die Vinyls so geil, Digga. Einfach die RX-7 Vinyls, also wirklich Fast and Furious Vinyls, das ist so cool. Mit einem Fast and Furious Wagen in Need for Speed rum zu cruisen. Ich weiß, ich finde das irgendwie total geil. So, oh scheiße. Alles cool, alles cool. Wir sind am Start. Wir sind am Start, Freunde. Wir sind am Start. So,
So. Alles cool. Die Strecke ist ganz easy eigentlich. Kennen wir ja schon, haben wir schon oft gefahren. Brauchen noch die restlichen Tuning-Teile. Stufe 3 Rest und dann haben wir eigentlich auch wirklich alles freigeschaltet, was man freischalten kann, so leistungsmäßig. Oh, fick dich, kreuzweise. Das meine ich, Verkehr ist teilweise so unübersichtlich. So, NOS habe ich ja immer noch. Aktivieren wir jetzt auf entspannt. Um den Fischkopf endgültig zu überholen. So, sehr schön, schön um die Kurven. So, jetzt noch eine Runde und dann haben wir es auch geschafft. Hoffen wir zumindest. Oh, ich fick deine tote Mutter, Mann. Dieser scheiß Drecksverkehr, Alter, ohne Witz. Ich habe gerade irgendwas bekommen auf dem Handy. Alter, dieser Verkehr. Wirklich, der Verkehr ist das Schlimmste im Spiel. Weil der kann so unübersichtlich und ekelhaft sein. Dass es halt schon wirklich echt unnötig ist. So, komm, ficke dich kreuzweise, du Hurensohn. Zieh, 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 zieh. Oh, Gottes Willen. Oh, scheiße, jag mir doch nicht so einen Schrecken, ey, Bruder. So, komm, ab geht's, nächstes Rennen, let's go, bitch. Komm, hier, komm, hier, keine Faxen schieben. Schieb keine Faxen, Bro, Alter, meine Stirn. Ist auch ein geiler Song. Ah, das ist die Strecke, die ist auch cool. Ich freue mich immer so, wenn so gute Strecken kommen. Ja, drei Runden gehen ja immer fit so. Aber wenn es dann auch scheiße. Auf sechs Runden geht so, dann feiere ich das nicht. So. Auf entspannter Basis. Sehr schön. Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, sehr schön. Über die vorbei zwischen die uns. Oh, der RX-7, das ist handlingmäßig so ein geiler Wagen. Wirklich anders geil. So. Sehr schön. Oh Gott. Sehr schön, Freunde. Alter, meine Stirn fickt meine Mutter, Digga. Wir haben bis jetzt kein einziger Mann mitgenommen. Obwohl die. Gut, die haben wir richtig mitgenommen. Scheiße. Hätte ich doch nichts gesagt. Hätte ich doch lieber nichts gesagt. So, entspannt, komm, zieh, Digga, zieh, 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 zieh.
Autsch. Und jawohl, Digga. Easy. Sehr schön, Freunde. Ah, sehr schön. Unique Vinyl 3750. Rare Production Kits. Ah, nice, Digga. Perfekt, das habe ich jetzt gemeint. Wir haben jetzt alle Leistungsteile. Performance. Hier zum Beispiel. Nitro-Stufe 3. Bam. Bam. Und wir sind jetzt unten, sehen wo unser Wagen ist. Full. Okay, Vinyl-mäßig was freigestellt, das juckt mich jetzt nicht. So, wir haben zwei Sachen. Chats, New Toy. Und Drift Duel. Only Tanaka stands between you and the third spot in the rankings. Push him aside and claim what's... Okay. Wenn wir ihn klatschen, sind wir sozusagen Platz 3 in den Drifts. Ja, das ist doch gut. Ah, Friend, das ist so geil, Alter. Also, wir haben alle Tuning-Teile, die man haben kann. Also, unser Wagen ist wirklich komplett auf 1000%. Der Leistung, und wir haben wirklich jetzt 1:1 den Originalen aus der Fast and the Furious. Ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Oh, diese, Digga, ich schwöre, das ist so eine eklige Kurve. Ich krieg die nie hin. Ich krieg die wirklich nie hin. Die ist so hässlich, dass es schon wehtut. Oh, feg dich doch. Ist auch schön, wenigstens das. Wir haben die 18.000 mitgenommen. So, jetzt muss ich aufpassen, wie ich da reingehe. Ja, schon ein bisschen was mitgenommen, kann man machen. Bisschen was. Oh Gott, obwohl es die Platz 3 ist. Also dieser Japaner Zigeuner kann trotzdem nicht mehr mithalten, so. Ja, nice. Komm, zieh, Bro, zieh. Nice. Nice, das ist nice. Sehr schön, sehr saftig. Nein, nicht die Wand, nein! 16.000 für die Katz! Scheiße, egal. So, sehr schön. Ah, diese Pisskurve, Junge, ich fick deren Anellern. Ja, dieser Tanaka ist Nummer 2, ja, juckt mich nicht, Digga, ist scheiße, die Pissbirne. Baum, bam, 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 down, down. Modern, okay, das sind Vinyls, Flammen. Maxi Tuning wants your car X-Shoe, oh, geil, yeah. Platz 3, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Digga, RX7 aus Fast and Furious. Digga, wie geil. Okay, du Zigeuner, na, warte ab, Digga. Aus dir mache ich jetzt Hackepeter mit Kartoffelsalat. Und wie ich dich zerstören will, dann. Einer fährt einen Skyline, einer einen 350Z und er fährt einen S2000. Ich trete dann gegen Toretto, Junge, verpisst euch, ihr No-Hands.
Vin Diesel sitzt am Steuer, Digga. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Ihr Fischköpfe. Ihr Fischzigeuner. Digga, der Wagen zieht wie Scheiße, Bruder. Ich schwöre, er zieht wie eine Rakete, ne? Auf der Seite. Das ist halt wirklich. Boah, das Handling, das ist so gut. Das ist halt kein Fake, ne? Das ist halt kein Gelaber, das ist wirklich verdammt schnell. Das ist wirklich eine Rakete, das scheiß RX-7. Nein. Nein, 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 nein. Boah, habt ihr gesehen, wie lange das hinausging? Schon bin ich wieder auf Platz 1. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Alter, das Handling vom RX-7, das ist an... Wahrscheinlich spürt ihr das jetzt nicht, aber ich schwöre, ich habe halt einen 1-Millisekunden-Monitor plus diese Direktheit. Das ist so geil. Das ist so... Der Wagen lässt sich so krank steuern, das ist nicht mehr feierlich. Sehr nice. Spoiler 3 Upgrade. Geil, Digga. Geil, geil, geil. Alle Spoilers frei. So, sehr schön. Das finde ich jetzt schon. Boah, den Spoiler finde ich viel brutaler, Digga. Viel brutaler. Boah, das ist jetzt. Guck dir dieses Bild an. Ist das nicht der von Toretto, Digga? Jetzt sag ehrlich, Bruder. Das ist original der von Toretto, ich schwöre, das ist so ein. Der. Das ist mir so gut gelungen. Into the Fire. Ah ja, wir müssen noch den Wagen für Samantha holen. Weil wir haben die ja verarscht. Und das wird uns allerdings... Ist das ein Sprint, ne? Ja, das ist ein Sprint. Okay, wir haben hier ein Integra, wir haben ein Civic und wir haben ein Chelsea, glaube ich. Und wir haben ein RX-7. Der abgeht wie Schmitz Katze auf 5 Beinen. Du wagst es mich zu rammen, du Zigeuner. Ich klatsch dich weg. Ich hau dich behindert, du Huren. Oh Gott. Ey, nein, nicht cool. Anders nicht cool, Digga. Oh Gott, so. Also wenn ich jetzt Unfälle baue, dann liegt es ja wirklich an mir und nicht am Wagen, weil der Wagen ist wirklich perfekt. Also der steuert sich wirklich so gut, das ist nicht mehr feierlich, wie gut er sich steuert. Unglaublich geiles Handling. Ihr seht, glaube ich, selbst, wie krass in die Kurven geht, das ist nicht mehr feierlich. Guckst du an, Digga. Guck dir das an. Das ist so schön, wie in die Kurven geht. Oh Gott. Oh Gott. Kritisch, 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 Freunde, kritisch. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Oh, geil. Platz 3 in den Sprints. Nein, nicht 6 Runden, Mann. Kurz Killer Raid. Ich will nicht 6 Runden Rundkurs, Mann. Das ist so ansteigend, Alter. 6 Runden gegen einen Hurensohn.
Also die Mindeststrecke, okay. Okay, viele Rennen haben wir ja eh nicht vor uns. Jawohl, easy. Ja, also das Rennen ist direkt ein gutes Training für den Wagen. Aber es ist kein Problem für den RX-7. Wirklich kein Problem, Digga. Der Wagen geht wirklich in die Kurven wie eine Schnitzel. Da können die Fickbirnen echt nicht mithalten. Ja, die Kurve ist immer noch ekelhaft mies. Ach, die scheiß Strecke 6 Runden jetzt oder was soll da? Ach komm. Das Ding ist, die ist auch ein bisschen länger, weißt du? Die ist halt nicht so 2 Runden kurz, die ist halt schon lang, die scheiß Strecke. Scheiße, Alter. Problem ist, wenn die halt aufholen, ist halt scheiße. Alter, ich war fast in die Kante rein. So. Autsch. So. Okay, ich habe den Bremspunkt gefunden. Ist aber immer noch eklig Kurve, Digga. Ah, Freunde, schlimm. Das meine ich so. Was fällt dem Zigeuner ein, mich zu überholen? Verpiss dich. Was fällt dem ein? Aber ohne Witz, aber wirklich, das macht gerade so Spaß, diesen Wagen zu fahren. Einfach weil das so flink um die Kurven geht, das ist halt echt nicht mehr normal. Du kannst halt richtig spät bremsen, Digga, und er fährt einfach ohne Probleme rein, Bruder. Trotzdem, 6 Runden ist halt dennoch sehr anstrengend. Alter, meine Stirn bringt mich gerade um, ich schwör, ich zuck die ganze Zeit. Ich hab so richtige Spastiken gerade im Gesicht. Warte kurz, mein Auge nervt. Alter, ich bin zu krass auf den Kopf gefallen, Freunde. Nein. Oh, herrlich, vierte Runde. Vierte Runde auf entspannt. So. Ach, feg dich doch. Oh Gott, na, na. Sehr toll. Ja, Brillen sind schon wieder Platz 1. Okay, ganz gut, aber mal kurz Brille richten. Den hat es krass erwischt. Den hat es sehr krass erwischt. So.
Fünfte Runde. Anstrengend, Freunde, anstrengend. Sehr anstrengend. Mit dem Wagen wird Melissa gar kein Problem sein. Das kann ich euch schon mal sagen, die wird überhaupt kein Problem sein, die werden wir klatschen ohne Ende. Die werden wir so gegen die Wand klatschen. Oh Gott. So. Autsch. Komm mal, Bruder. Und der Brille leuchten. Oh. Weiter geht's. Oh Gott. Und last round. Last round, meine Freunde. Letzte Runde. Nicht schon wieder, Mann, Alter. Es ist so lächerlich, dieser Drecksjudenverkehr, Alter. Ey, wenn ich jetzt wegen diesem Scheißrennen verliere, Alter. Es ist so hässlich, Mann. Ey, jedes Mal, Digga, ich schwöre, es ist so ein Abfuck. Ich wusste, dass das passiert, ich schwöre. Jetzt schon fast gerochen. Das muss ich wirklich. Also wenn ich das jetzt verliere, ne, dann heul ich aber. Und ich verliere es sogar noch. Gut. Also, ich habe ein Rennen, welches 6 Runden ging, in der letzten Runde verloren, weil ein kleiner Judensohn mehr reingefahren ist. Und ich muss jetzt dieses komplette Rennen mit 6 Runden noch einmal fahren, weil in der letzten Runde das passiert ist. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf, Digga, ich schwöre. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es wirklich. Jetzt muss ich das komplette Rennen mit vollen 6 Runden nochmal neu fahren. Das komplette Rennen mit vollen 6 Runden neu fahren. Wegen dieser Eigenscheiß-Judenstelle. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Wirklich. Sechs Minuten für die Katz. 6 Minuten. Wegen einem Scheiß-Nigger, den ich fahren kann. Wegen einem Scheiß-Nigger. Das komplette Rennen mit 6 Runden. Ich könnte schon wieder alles kaputt hauen. Ich könnte schon wieder alles kaputt hauen, Digga. Ich schwöre. Ich könnte wirklich schon alles wieder zusammenschlagen. Denkt ihr, ich habe jetzt wirklich Bock drauf, Digga? Ich würde jetzt, Digga, ne, so, Digga. Ne. Das ist einfach nein. Das ist einfach nein, Digga. Mir wird schwarz vor Augen. Mir ist gerade schwingig, Digga. Mir ist gerade schwarz vor Augen. Ich schwöre, mir ist gerade der Zucker runtergefallen. Ich check's nicht. Ich peil das nicht. Nee. Nein, Digga, nein. Nein. Das gibt's jetzt nicht, Digga. Das komplette Rennen noch einmal, Digga. Wegen einem Hurensohn. Ey, nee, komm schon, Digga. Das kannst du mir jetzt nicht antun, Bruder. Bitte. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Wegen einem Nigger, Alter. Ey, guck, ich mach jetzt schon Fehler, weil ich einfach keine Lust mehr hab. Ich hab keinen Bock mehr, Digga, ich schwöre. Ich brech gleich die Folge ab, Digga, ich schwöre, ich hab so keinen Bock. Wegen einem scheiß Nigger, Digga. Ein gottverdammter Nigger. Ein Schwarzer. Es ist ein Schwarzer, Digga. Aus Afrika, der gefahren ist.
Nichts gegen Schwarz, aber nee. Nein, Bro, nein. Mir ist gerade schwarz vor Augen. Mir schwarz vor Augen. Ich schwöre, mir schwarz vor Augen. Ich check das nicht, Digga. Ich check das nicht. Ich peil das nicht. Es ist die sechste Runde gewesen, Digga. Willst du mich verarschen, Alter? Ey, nein, Mann. Komm doch, Digga. Feg dich doch. Verpiss dich, du Hurensohn, Digga. Ey, ich hau gleich alles zusammen. Ich schwöre. Ich brech gleich meinen ganzen PC zu zweit, Digga. Ey, was ist das, Mann? Das war die letzte Runde und ich verliere das noch in der letzten Runde, Digga. 6 volle Runden bin ich gefahren, alles perfekt in der letzten Runde. Ey, nee, komm schon, Mann. Ey, mir ist gerade so schwarz vor Augen, mir ist schwarz vor Augen, Digga. Ach, verpiss dich, du Hurensohn. Ey, das kann's nicht sein, Mann. Jetzt nehme ich jedes Auto mit, was liegt, Mann. Jedes Auto nehme ich mit. Ich fick meine Mutter, Digga. Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist das für eine dreckige Scheiße, Mann? Ich rast gleich aus, Digga. Boah, das fuckt mich gerade ab, Alter. Junge, fuck mich das gerade ab. Nee, Digga, nee. So ein Zigeunerspiel, Mann. Und nur war ein kleiner Nigger, Digga. Ey, ich hab so Pech, Alter. Was habe ich Gott angetan, dass ich so Pech hab? Ja, ich hab noch so überlegt, Bruder, wenn ich jetzt die Folge aufnehme, ich werd so bereuen. Ich bereue es gerade so krass, dass ich die Folge gestartet hab, Digga. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Ey, wenn das rein doch 4 Runden ging, also, oder 3 Runden, würde ich ja verstehen, aber 6 volle Runden, Digga. Ich fick meine Mutter, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich will nach Hause. Ich will zu Mami. Dreckiges Judenspiel, Digga. Es ist ein Hurensohn-Spiel. Das ist so ein Zigeunerspiel. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich kann nichts mehr sehen, Bruder. Mir ist schwarz. Mir ist schwarz, Morgen. Mir ist schwarz. Diese Piss-Niggerstelle, Digga. Wie kann man nur so hässlich sein, Bruder? Warum fährt man überhaupt so einen Weg, Junge? Ich verstehe das nicht, Alter. Verpiss dich hinter mir, du kleiner Hurensohn. Ich hoffe, dass deine Mutter an Syphilis stirbt, Alter. Verreckern Scheiße, du Hurensohn. Mann, fuck mich das gerade ab, Digga. Ey, 6 Runden, Mann. Ey, Mann, Digga. 6 Minuten für nix. Ich feg meine Mutter, Digga. Ich könnte mich schon wieder aufregen, Digga. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Ich könnte mich schon wieder aufregen, Alter. Für was, Junge? Für was? Ich hätte jetzt schon 5 Rennen machen können, Digga. Wie diese Drecksjudenstrecke, Alter. Verpiss dich, du Nigga. Kleiner Hurensohn. Warum nimmst du es nicht mit? Warum muss ich es mitnehmen, Digga? Du nimmst es natürlich mit. Du, natürlich, Bruder, du fährst an daran vorbei wie sonst was, Digga. Ich fick gleich meine tote Mutter, Digga. Es gibt's doch nicht, Mann. Was ist denn das für eine pissige Drecksjudenscheiße, Mann? Ey, das gibt's doch nicht. Verliere das in der letzten Kurve. Ja, nice, Bruder, nice. Nehm ich doch mit. Verpiss dich, du Hurensohn. Nimm die letzten Wagen in der letzten Kurve, nehme ich mit, Digga. Das ist genau die Pissstelle, Digga. Wie kann man nur so ein Nigger sein? Ich verstehe das nicht. Ey, Mann. Ich raste gleich aus, Digga. Gleich raste ich aus. Verpiss dich, du Hurensohn. Was fällt dir an mich einzuholen, du kleiner Zigeuner? Weg mit dir, du Huren. Es liegt auch ein Fisch, Alter. Scheiß Bratwurst, Alter. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. In der letzten Kurve, Alter. In der letzten Kurve gefühlt. Ich check's nicht. Ich peil's einfach nicht, Digga. Ich peil es nicht. Wieso? Wieso muss ich es mitnehmen? So, warum kann er nicht mitnehmen? Warum muss ich es mitnehmen? Ach, komm schon, Digga. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. So ein Zigeunerspiel, Alter. So ein Zigeunerspiel. Ich könnte mich schon wieder aufregen, Digga. Ich könnte schon wieder alles zusammenschlagen, Alter. Für nichts. Ach, komm schon, Mann. Ja, einmal nicht, Digga. Einmal. Warum ist er wieder schon so nah hinter mir? Versteh das nicht, Digga. Such dir Freunde, du Hurensohn. Ja, ich bremse 500 Kilometer vorher, aber ich nehme es immer noch, weil ich so eng ist. So eng wie Katjas Arschloch, Alter, Kappa.
schon ausgeweitet als keine Ahnung was. Zigeuner Spiel. Der letzten Kurve, Digga. Ja, 6 Runden für die Katz, Junge. 6 Runden für die Katz. Dass ich das noch durchgehalten habe, wundert mich gerade, Digga. Eigentlich hätte ich jetzt alles zerstört, Junge. Ich fick deine Mutter, du Hurensohn. Ich hätte ihn jetzt schon 5-mal schlagen können, Digga, aber nein. A unique performance upgrade on your car. Ja, ich fick dem seine Mutter, Digga, scheiß Hurensohn. Sechs Minuten Zeit verloren, Digga. Egal, ich mach dafür Überzeit. Ich mach dafür ein bisschen Überstunden. Ja, kurzes Rennen hier, die Scheiße für ihn besorgen, ja. Zu kurzen Zeit fahren. Für ein Unique Upgrade, Alter, das fuckt mich gerade ab, Digga. Das fuckt mich gerade ab. Okay. Scheißegal, wir haben es durch. Alter, dass ich das gerade durchgehalten habe, Digga. Ja, nice. Dass ich das gerade durchgehalten habe, ist ja wirklich ein Wunder. Ach Junge, meine Fresse, Mann, ich nehme jeden Wagen mit. Ja, willst du, Dankeschön, darf ich weiterfahren? Alter Scheiße, Mann, jeden Wagen nehme ich gerade mit. Ja, dich auch noch, Kappa. Ich habe gerade gefühlt 5 Autos mitgenommen. Ja, nice. Nice. Geil. Gott, Alter. Fuck mich das ab, Alter. Hey, Digga, ich nehme jeden Wagen mit, Alter. Jedes Auto nehme ich mit. Ja, wenigstens gewinne ich die Scheiße. Gott sei Dank habe ich das einfach gestellt, Digga. Wäre das jetzt auf normal gewesen, Digga, das ist jetzt verloren, Alter. Gott, man, sogar das hätte ich fast verloren, Digga. Das ist einfach das Wichsen. Ja, Unique Upgrade, gib mir die Pisse. Alright, here's another upgrade. You're winning, but don't forget the help you're getting from me. Gib mir Nos. So, Drag. Number 2 on the Drag List. Geil, feier ich. So, schon bei Rennen 100 angelangt, Alter. Oh Gott, wo bin ich geflogen? Wo bin ich geflogen, Digga? Oh Gott. Oh, nice, gewonnen. Direkt erster Versuch, perfekt, Digga. Ah, es macht mir schon wieder gute Laune, wenn alles funktioniert, wie es funktionieren sollte. Second on the drag list, perfekt. Genau so will ich das, Alter. Genau so, nicht anders. Oh, bitte gar nicht. Och, Mann. Diese scheiß 6 Runden, Digga. Wer hat sich das ausgedacht von Entwickler? Ja, der fickt ihm seine Hand. Wer fährt denn bitte ein Rennen gerne mit 6 Runden? Ich verstehe es nicht. Ah, scheiße. Ah, ne Panne, Junge. So, komm, Concentration. Alter, was zur Hölle war das? Bruder, hat er irgendwie Hex angehabt? Ja,
Das war die perfekte Gummiband-KI, Alter. Richtig geile Gummiband. Ey, du Hurensohn. Ich fick deine Hurenmutter, Alter. Das fällt dir ein. Ich glaube, das Nors hält ein bisschen länger. Ey, Neustart. Nein, 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 ich habe das dann verlassen. Ich bin ein Autist. Bin ich Autist? Ich bin ein Autistensohn auf 500 Karottenbeinen mit extra Schlagsahne. Ach, Hurensohn bin ich. Nochmal. Kompletter Pissstart. So, sehr schön. Perfekt, ganzes Nors verbraten. Egal, brauchen wir nicht. Hat doch so genug Power, der Scheißwagen. Oh Gott. Wie gesagt, dass es eine abgesperrte Strecke ist, Digga. Ist mir ein bisschen zu nah am Arsch, der Pisser. Sieht aus, als wäre es abgesperrt, na Gott sei Dank. Nee, doch nicht, scheiße. Muss ich umso mehr aufpassen. Da habe ich mich gerade gefreut, Alter. Gott sei Dank hat der Garrick 7 so ein gutes Handling. Ich kann es immer wieder betonen. Gott sei Dank hat er so ein gutes Handling, sonst wäre ich ja schon längst ins Koma gefallen, Alter. Alter, kann der eine sich bitte mal verpissen von mir, Digga? Der fuckt mich übel ab. Oh Gott, oh Gott. Fast alles mitgenommen hier. Ja, natürlich kommt noch ein Nigger mit zwei Beinen. Schlimm. Verpiss dich bitte. Verpiss dich bitte. Nein. Nein, nicht schon wieder kurz vom Ziel, Mann. Och, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. Immer kurz vom Ziel. Was ist das für eine Dreckspitze, kleinen Niggers? Och, ich kann mich schon wieder aufregen. Alter, Herzinfarkt. Ich schwöre, kurz vorm Ziel. So eine Pisse, Junge. Meine Fresse, Mann. 500 Karottensöhne, Junge. Digga, links, von rechts, von vorne, von hinten, von rechts, Mutter, wie gut ist er da durch? Für 2 Minuten schon wieder ein ganz, ey, was machst du hier? 3 Minuten rennen, Digga, schon wieder alles für die Katz, Digga, kurz vorm Ziel. Wieder kurz vorm Ziel, es fuckt so ab. Ey, das sind so Stellen, wo ich wirklich das Spiel verfluchen könnte, ohne Witz, bei solchen Sachen, Digga, weil mich das so aufregt. Nee, das ist schlimmer als Call of Duty, dieses Spiel, ohne Witz manchmal. Oh, mein Herz. Mein armes Herz. Wenn das jetzt schon wieder passiert, Alter, dann wirklich, dann muss man mich wirklich einliefern wegen Herzinfarkt. Wirklich, das ist dann ist vorbei. Da muss man mich wirklich einliefern. Das können wir das Let's Play nicht verbinden aufgrund eines Herzinfarkts wegen Alcatraz. Der hat Herzinfarkt auf grauer Basis, so schlimm. Wirklich unglaublich schlimm. Guckst dir an, 500 Autos. Digga. Lasse mich durch, oh mein Gott. Ach, Freunde der Sonne. Second ist mir scheißegal, weg damit. Boah. Alter. Renn 100. Wieder 6 Runden. Oh Gott. Ich hab keinen Bock mehr.
Ach, die Zigeuner. Kennen wir ja von irgendwo. Oh, Alter, 6 Runden, Mann, ey, wer hat sich die Piss ausgedacht? Wir sind schon heute wirklich 2 Rennen mit 6 Runden gefahren. Wirklich, wortwörtlich 2 Rennen. Einmal das gleiche zweimal. Und das hier. Okay, das ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Das ist, die Strecke ist Gott sei Dank nicht so bad. Aber die geht 50 Sekunden mega pro Runde, es geht fit. Weil das ist wieder so eine Strecke wie davor, die, keine Ahnung. 2 Minuten ging der, dann ist das scheiße. Jetzt gehen wir schnell hinkommen. Jetzt gehen wir schnell hin. Gut. Schlimm, Freunde, schlimm. Warte kurz, Brille richten. Oh. So, entspannt. Voila, die Waldfee. So, bis zur Konzentration hier auf entspannt. Oh Gott sei Dank ist das eine abgesperrte Strecke, Digga. Wenn hier auch nochmal Verkehr gewesen, den letzten, Digga, da hätte ich wirklich rumgeschrien. Gott sei Dank ist der RX-7, ich kann es immer nur betonen. Er hat so ein geiles Handling, wirklich. Der Wagen fährt sich so smooth. Herrlich. Herrlich, Freunde, herrlich. Oh Gott. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Wagen geht ab wie Schmitz Katze auf 5 Kartoffeln, Freunde. So, und letzte Runde. Come on, bitch. Come on. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch gar nicht benutzt. Gar nicht benutzt das NOS. Alter, gar kein Problem für den Chef. Gar kein Problem. 4 Minuten 37, es geht fit. Lightning Level 3, sehr schön. Platz 2 in Grip. Extra Innings. Be the first man to the stadium in this race, but watch because your ball
Game Just Go Extreme, da war ja Quatsch, nicht, Digga. Rennen 100 gemeistert hier, Alter. Wir sind bei Rennen 101. Es läuft, es läuft. So, mein Freund, ja. Zieh, Bro, zieh. Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh, Lali Waldfee. Oh Gott. Alles gut, ist abgestaubte Strecke, das ist das Gute. Ist aber trotzdem sehr lang. Da vorne ist ja gleich das Ziel. Sehr schön, finde ich, sehr schön. Und bam, Junge, nice. Let's go, das Biest. Alter. Sehr schön, Freunde. Stufe 3 freigeschalten, das freut mich doch. Okay. Sprinttournament mit Eddie's Pose 2. Boah, das müssen wir noch machen. Dieses Turnier machen wir noch, Freunde. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part, weil wir sind schon bei 58 Minuten. Und normalerweise gehen die Folgen so zwischen 50 und 45, also zwischen 50, ja gut. Okay, das sind drei Eastside-Zigeuner. Das muss uns aber nicht beeindrucken. So, Zocker-Position einnehmen und jetzt kommen. Der kleine Zwerge, Alter. Kleinen Fischköpfe. So. Ich glaub mir, Bro, du wirst nicht mehr lange Platz einzählen, das sage ich jetzt schon. So, come on. Verpiss dich. Mache dich weg, du Fass. Alter, willst du mich forschen? Alter, was war denn das für eine Drehung? Alter, der hat mich ja 500 Kilometer gedreht. Egal, wir sind trotzdem Platz 1. Ich wollte jetzt nicht nachlassen, jetzt einfach durchziehen. Oh Gott. Einfach durchziehen, Freunde, einfach durchziehen. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne, tu mir sowas nicht an, Digga. Okay, wir haben gleich das erste Rennen gewonnen. Alter, war das schlimm. Leck mich doch am Zuckerbuckel, Alter. Scheiße, oh mein Gott. Jesus Christ, Bruder, was war das für eine Drehung? Unique Vinyl, aber diese Unique Piss Vinyls.
Jucken kein Schwanz. Ah, okay, gut, das war ein kleiner Bug. Ich hatte gerade ganz vorhin so einen schwarzen Bildkasten rechts. Ich hoffe, das hat trotzdem keine Auswirkung. Das wäre ultra scheiße. Oh Gott. Wie gesagt, wir machen uns dieses Turnier vorhin und dann war es das auch, Alter. Dann haben wir wirklich heute 4 Parts aufgenommen, Alter. Das ist krass. So, weg mit dir. Was ist denn das für vorne? Was ist das für ein Grafikfehler? Seht ihr das? Was ist denn das? Oh, klatsch dich weg. Seht ihr das da hinten? Diese Grafikfehler, was ist das, Digga? Das liegt am Spiel. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, dir. Oh, klatsch dich doch weg, du Hurensohn. Mein Gott, Mann, Alter, ey. Nur weil der Hurensohn nicht fahren kann. Verpiss dich. Komm, zieh, Bro. Zieh, 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 zieh. Der hat auch ein RX-7, ist natürlich ein bisschen belastend dann. Weil er hat die gleiche Power wie ich. Verpiss dich, du Zigeuner. Na, er ist ein Computer, ich bin ein Mensch. Komm, Mann, Bro. Links. Vorsichtig. So, sehr schön. Und durchs Ziel, Junge. Nice. Boah, das war anstrengend. Das war anstrengend. So, Freunde, ich glaube, das war's. Ja, Total Points, gell? 6000. Und ein Dings, ein Magazin will, dass wir auf dem Cover sind. Ja, das ist doch hot. Jetzt sieht man direkt das Design, Alter. So, das sind 7 Runden. Alter, leck mich immer schnell. Gut, wenn das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich würde nur sagen, gönnt euch diesen Anblick. Der RX-7 aus The Fast and the Furious. Das Originalmodell, meine Freunde. Also, wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Na gut, dann möchte ich mit diesem schönen Bild das Spiel zu dem Part abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed Underground. Bis dahin, haut rein, ich sage noch ein Wort. Check die Meats und fick die Juden.